Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Der Chef wundert sich. Nanu, ich dachte, Ihre Schwiegermutter wird heute beerdigt und Sie sind hier im Büro. Chef, Sie kennen doch meinen obersten Grundsatz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Damals hat mein Bruder meinen Adventskalender an der Seite geöffnet, die Plastikschablone mit der Schokolade rausgeholt, leer gegessen, wieder in den Kalender geschoben und zugeklebt. Somit habe ich jeden Tag leere Türchen geöffnet. Dann habe ich Rotz und Wasser geheult, aber ich war ja auch erst 28. Ich habe ja generell eine Schraube locker. Mein Cousin lässt sich nach einem Jahr Ehe scheiden. Mein Bruder hat seine 18-jährige Freundin geschwängert. Gut, dass ich die Familie beim Kaffeetrinken darauf einigen kann, über meine vegane Schwester zu meckern. Vom Chef zum Essen eingeladen. Frau? Wie viele Kartoffeln hätten Sie gerne? Mann, nur eine bitte, Frau. Aber nein, Sie müssten nicht höflich sein. Okay, dann will ich nur eine, du dumme Fotze. Wie schläfst du so? Wie ein Baby. Ah, also friedlich und ruhig? Nein, ich wache nachts oft schreiend auf und brauche eine Brust, um wieder einzuschlafen. Habe gestern eine Tafel Schokolade auf die Mülltonne gelegt und einen Zettel dran gebunden. Für die Müllmänner. Heute Morgen lag sie immer noch da. Nur stand auf dem Zettel nun, es heißt Fachkraft für Abfallentsorgung, Arschloch. Zur Zeit, als es zwischen Deutschland und Österreich noch Grenzkontrollen gab, entdeckten zwei deutsche Grenzbeamte kurz vor Feierabend einen erhängten Selbstmörder an einem Baum. Wenn wir das melden, sind wir in 4 Stunden noch nicht zu Hause, sagt der eine. Weißt du was? Sagt der andere. Den hängen wir einfach den Österreichern rüber und machen Feierabend. Gesagt, getan. Kurze Zeit später kommen zwei österreichische Grenzer vorbei. Einer von ihnen sagt erstaunt, jetzt hängt er schon wieder da. Kassierer, das macht 27,95 bitte. Ich gebe einen 100-Euro-Schein. Kassierer, geht das nicht kleiner? Wir haben momentan ein Problem mit Falschgeld. Ich gebe einen 30-Euro-Schein. Kassierer, alles klar, danke. Ein Junge schreibt, lieber Santa, kannst du mir bitte einen kleinen Bruder schicken? Santa schreibt zurück, kein Problem, aber dafür musst du mir zuerst deine Mutter schicken. Bedienung im Restaurant. Kinder bis 5 Jahre essen gratis. Ich? Ah, sehr nett. Ich hätte gerne ein kleines Wasser und meine Tochter nimmt ein Dry-Aged T-Bone Steak und ein großes Bier, bitte. Chuck Norris entführt Aliens. Ein indischer Vater ist auf seinem Todesbett. Sanicha, bist du hier? Ja, mein Ehemann, ich bin bei dir. Mein Sohn und meine Tochter, seid ihr auch hier? Ja, Papa, wir sind auch hier. Wer ist da in dem verdammten Laden? Von allen Frisuren ist die Glatze die ausgefallenste. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.